SM Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach an verschiedenen Stellen in Deutschland, aus bekannten Gründen. Eher online gerade und diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir wieder eine Frage zu so einer Einschätzung, wo jemand eher so aus dem Minus kommt, was so Loyalität oder auch Fremdgehen, sagt er glaube ich auch selber, angeht. Das triggert jetzt bestimmt den einen oder anderen an, aber ich freue mich eigentlich wirklich immer, wenn auch mal so Minuspole Mails schicken, weil das macht das einfach runder. Und also mir geht es jetzt auch nicht darum, Leute zu verurteilen, also will ich eigentlich nicht, sondern dass wir einfach lernen, alle zusammen aus diesen Täter-Opfer-Beziehungen auszusteigen, es sei denn, man will da unbedingt noch drinbleiben. So, insofern, ja, lese ich gerne vor und genau, guck mal, was ihr daraus ziehen könnt. So, lieber Christian, ich weiß, du hast bestimmt unzählige Anfragen. Ach so, dann wollte ich noch sagen, abonniert auch gerne mal meinen Newsletter, weil da gibt es manchmal auch Sachen drin, die kommen nicht auf Social Media. Gerade jetzt ist eine gute Zeit dafür. Würde ich einfach mal machen. Kleiner Tipp. So, also hallo Christian, du hast bestimmt unzählige Anfragen. Dennoch würde ich dich gerne um eine Einschätzung, Meinung bitten. Ich war so ungefähr 4 Jahre, Trennung ist gerade vollzogen, in einer bikulturellen Beziehung. Nahezu direkt nach meinem arbeitsbedingten Umzug in ein asiatisches Land habe ich meine Ex-Partnerin kennengelernt. Der Kontakt war anfangs schön und unbeschwert. Ich wollte es nicht zu schnell angehen lassen und sie war diesbezüglich auch verständnisvoll. Ja, also ich kann jetzt gleich sagen, was man sagen sollte. Man sollte einfach das nicht den Eindruck erwecken, es wäre exklusiv. Also jetzt vor allen Dingen, wenn man, also ich sag mal so, diese amerikanischen Dating-Standards sind ja, glaube ich, so, solange keiner drüber redet, das ist nicht exklusiv. Hier so in Deutschland ist es, glaube ich, ein bisschen unklar. Aber könnt ihr gerne mal drunter kommentieren, falls ich überhaupt Kommentare freigebe, muss ich mal gucken. Und ja, und wie das jetzt in dem Land ist, wo deine Frau ist, weißt du nicht. Also ich würde da nicht den Eindruck erwecken, es ist exklusiv, wenn es es nicht ist. So, ne? Ja. Also da muss man schon gucken, dass man sich nicht selber so ein bisschen betuppt. Und ich finde es einfach nur fair, das relativ schnell zu sagen dann auch. Ne? Egal, welche Kultur das ist. So, der Kontakt war anfangs schon. Mit dieser Situation war ich zufrieden, dass es zunächst keine Commitments gab. Also wenn ihr das besprochen habt, ist ja alles fein. Auch wenn sie später offenbarte, dass sie uns doch als exklusiv betrachtete. Okay, ja, das meinte ich. Ich habe mich jedenfalls versucht, davor zu drücken, den Beziehungsstatus zu definieren, weil ich mich nicht festlegen wollte. Ja, also mal gut, wenn du das so ehrlich siehst und guck wirklich da auf deine, sag ich jetzt mal so, Täteranteile. Weil die sind manchmal, ich finde das total gut, dass du mir geschrieben hast, sage ich gleich, weil die sind viel schwerer zu sehen. Ne? Also das ist, wenn man, also diese Opferanteile, die ballern einem ja so ins Gesicht. Ne? Oh, wird mich jemand verletzt, so belogen. Aber die Anteile, wo man mal so fünfe gerade sein lässt, also nicht nur in Beziehungen, wo man denkt, ja Gott, das macht ja jeder und ist nicht so schlimm und ich habe ja nur und ich wollte ja nur und mal ganz ehrlich, haben wir doch alle schon mal gemacht. Und das ist viel schwieriger zu sehen manchmal. Ne? So. Je mehr Zeit wir miteinander verbrachten, desto stärker wurde ihr Wunsch, einen klaren Status zu definieren, was ich auch nachvollziehen konnte. Dennoch war ich hier blockiert und wollte meine Freiheit nicht aufgeben. Ja, ich vermute mal, du wolltest deine Freiheit nicht aufgeben, was ein gutes Recht ist. Nur dann sollte man es klar kommunizieren. Ich genoss den Exotenbonus und datete auch andere Frauen. Okay. Ja, ich mag die Ehrlichkeit hier. Ja. Als wir am Wochenende miteinander verbrachten, nahm sie mein Telefon und fand eindeutige Nachrichten anderer Frauen. Das Gespräch führte sie sehr geduldig und auch ziemlich verständnisvoll und am Ende entschieden wir uns für eine exklusive Beziehung. Also bis hierher finde ich es jetzt auch noch so einigermaßen okay. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es abgelaufen ist. Aber ihr habt ja jetzt, ab hier ist es auf jeden Fall eindeutig, dass es exklusiv ist. Ne? Zunächst fiel es mir schwer, mich darauf einzulassen und ich traf mich nach wie vor mit anderen Frauen. Da sie erneut mein Handy überprüfte, als ich nicht anwesend war, kam es verständlicherweise zu einem großen Streit. Also hier ist, ah gut, weißt du, hier gehst du natürlich fremd. Ne?
da sie aufgrund meiner Illoyalität sehr enttäuscht und verletzt war. Ich realisierte, dass dieses Verhalten meinerseits nicht das war, was ich wirklich wollte, sondern ich von meinem Ego geleitet wurde. Ja, finde ich gut, wenn man sich einfach exploriert und das sich anguckt, diese Anteile. Ne? Ich war zunächst stark im Minuspol, während sie sich versuchte, an der Beziehung zu arbeiten, mich nicht so sehr unter Druck zu setzen und sehr geduldig mit mir war. Ja, jetzt haben wir es hier mal so von der anderen Seite. Ne? Ich realisierte dadurch, dass auch ich wirklich an dieser Beziehung arbeiten wollte und als der Zeitpunkt meiner Rückkehr nach Deutschland kam, entschieden wir uns dazu, diesen Schritten gemeinsam gehen zu wollen. Gut, jetzt, also ich will da jetzt überhaupt niemanden antriggern, aber ist halt immer so, wenn man jemanden mitbringt nach Deutschland, muss man sich halt, ich weiß es auch nicht, welches Land das jetzt, aber muss man halt immer überlegen, ist es wirklich Liebe oder gibt es nicht auch andere Gesichtspunkte, die eine Rolle spielen? Nicht, dass es jetzt falsch wäre, mein Gott, wenn jetzt meine Freundin sagen würde, ich ziehe nach New York, würde ich vielleicht auch denken, geil, habe ich mal eine coole Freundin und habe New York, ja, klar, aber das sollte man zumindest mal im Hintergrund so ein bisschen mitlaufen lassen. So. Aber gut, gehen wir mal von aus. Ja, es war so, wie es war. Nachdem diese Entscheidung getroffen war, häuften sich die Konflikte und Diskussionen und wurden zu einem regelmäßigen Bestandteil unserer Kommunikation. Sie wollte Sicherheit, dass ich wirklich loyal hinter ihr als Partnerin stehe, da sie zu einem mutigen Schritt bereit war und sowohl ihre Arbeit als auch ihre Familie und ihre bekannte Umgebung zurücklassen würde. Ja, können wir, denke ich, alle verstehen, ja. Für mich war nun die Zeit gekommen, wirklich Verantwortung für die Beziehung zu übernehmen, was ich auch bereitwillig tat. Vor allen Dingen finanziell und organisatorisch lag dabei die Last ausschließlich auf meinen Schultern. Dies war mir zuvor bereits bewusst und stellte kein Problem für mich dar. Ja, das ist jetzt insofern wirklich mal eine andere und spannende Mail, weil wir jetzt hier den Punkt haben, wo es so langsam kippt in eine andere Richtung. Das finde ich, muss ich sagen, echt spannend. Jetzt fängst du an, mehr zu machen. Ne? Vorher hat sie sicherlich mehr gemacht. So, ich wollte jedoch, dass die Konflikte aufhörten, damit wir gemeinsam einer gemeinsamen neuen Zukunft entgegengehen konnten. Während sie Angst hatte, dass ich sie erneut verletze und respektlos behandeln könnte, wollte ich ihr beweisen, dass ich es ernst meinte und dass ich in der Lage bin, mich zu verändern und an mir zu arbeiten. Ich bin nicht mehr fremdgegangen. Super, finde ich gut und habe viel Energie in die Beziehung investiert. Natürlich habe ich mir insgeheim auch erhofft, dass sie das erkennt und meine Anstrengungen sieht. Dennoch waren wir nie in der Lage, die alten Konfliktthemen wirklich produktiv aufzuarbeiten und hinter uns zu lassen. Ja, das ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Also ich sage ja immer, wenn jemand einem Fremdgehen nicht verzeihen kann, und das ist jetzt, ich meine, es gibt tausend Arten von Fremdgehen. Das ist jetzt wieder so ein besonderes Fremdgehen am Anfang von einer Beziehung. Ob man das jetzt weniger schlimm oder mehr schlimm findet, muss jeder selber wissen. Aber wie auch immer, wenn dir deine Freundin das nicht verzeihen kann, dann geht es nicht weiter. So, also wenn man einem das, das kann man jetzt natürlich total verstehen, dass sie jetzt völlig verunsichert ist und dir das immer wieder vorhält. Es ist total verständlich. Und das ist auch in Ordnung, wenn das ein paar Wochen oder meinetwegen auch ein paar Monate so geht. Aber irgendwann, wenn man den Partner nicht verzeihen kann, das sage ich immer bei Fremdgeh-Geschichten, auch in der Paartherapie, dann sage ich immer, hat es keinen Zweck. Dann kann man die Beziehung nicht fortsetzen, weil dann hält man dem das ewig vor und auch und denkt natürlich mit gutem Recht, weil, aber ja, es ist dann, wenn man was irgendwie dann auch, ja, geht dann auch nicht so in so eine liebevolle Sache rein, wenn man da nicht verzeihen kann, so, ne, und dann wechselt das sogar manchmal so, dass man selber dann aufgrund dieser Verletzung auch so ein bisschen in Täterenergien kommt, wo man dann, habe ich auch schon gehabt, dann über Jahre lang da immer wieder von anfängt. Wie gesagt, was man einerseits verstehen kann, aber das ist auch eine Sache, die Beziehung kaputt macht dann, ne. Da muss man wirklich sagen, ey, ich kann es dir nicht verzeihen, ich wünsche dir alles Gute, lass uns weiter gucken. Oh, ne? Aber das ist eine schwierige Sache, weil wir können es natürlich verstehen, dass sie super verletzt ist und vielleicht ist die Beziehung auch durch dieses Fremdgehen am Anfang jetzt einfach so zerstört schon, dass es einfach nicht mehr geht. So, ne? Ja, echt blöde Sache. Wäre auf jeden Fall, da sollte man wirklich Paartherapie machen an so einem Punkt, denke ich so. Ja. Vielleicht nutzt das jetzt, ihr habt euch schon getrennt, aber ja,
das wäre wirklich ein Fall für Paartherapie. Was nicht leicht ist, dann haben wir auch noch diesen Risikofaktor bikulturell und das ist schon echt ein holpriger Start, ne? Kann man mal gelinde gesagt. Dennoch war mir die Niederlage, die alten Konfliktthemen wirklich produktiv hinter uns zu lassen. Die Vergangenheit war immer präsent und jedes Gespräch, jedes Verhalten konnte zum Anlass werden, um erneut in endlose Diskussionen mit Vorwürfen und Reaktivierung alter Verletzungen zu eskalieren. Dadurch entstand zunehmend eine innere Defensivhaltung, die auch zu einer emotionalen Distanz und zu Verzweiflung führte, da ich wirklich mein Bestes gab, um die Beziehung zu stabilisieren und auf die Wünsche meiner Partnerin einzugehen. Ja, das glaube ich dir auch, ja. Ich vollzog quasi eine 180-Grad-Drehung im Vergleich zu meinem illoyalen Verhalten zu Beginn der Beziehung. Dennoch wurden die Konflikte immer stärker und es wurden Dinge gesagt, die man nicht hätte sagen sollen. So sagte sie mir häufig, dass die Entscheidung, mit mir nach Deutschland zu gehen, einer der größten Fehler ihres Lebens war. Ja, jetzt muss man natürlich überlegen, ob sie da so ganz ehrlich ist. Also sicher, also ehrlich jetzt in einem anderen Sinne. Vielleicht merkt sie einfach, dass sie in Deutschland nicht sein will. Also ich glaube, also ich habe öfter mal mit bikulturellen Paaren gearbeitet und ich glaube, Deutschland ist jetzt nicht das einfachste Land, wo man so hingeht. Also viele finden, also gerade wenn man aus so einer wärmeren Kultur kommt, wie sie scheinbar kommt, finden es viele kalt in Deutschland so, ne? Und vielleicht hat sie einfach Heimweh und will aber nicht sagen, Mensch, ehrlich gesagt, am liebsten will ich wieder zurück und vermischt das dann so ein bisschen vielleicht auch unbewusst mit der ganzen Fremdgehsache. Könnte sein, aber es ist schwer zu sagen. Ich selbst wurde dadurch immer frustrierter und ratloser, da scheinbar nichts, was ich tat, eine Besserung der Situation herbeiführen konnte und sie sehr verbittert wirkte. Ja, das ist wirklich jetzt eine spannende Situation, wo das so kippt. Ich meine, viele werden jetzt natürlich sagen, ja, einmal fremdgehen kann man nie wieder reparieren, aber du gehst ja nicht chronisch fremd, ne? Du hast es abgestellt und wie gesagt, es wird alles recht der Welt jetzt zu sagen, ich komme da einfach nicht drüber hinweg, ne? Aber dadurch kippt es jetzt auch, dass du jetzt ganz viel machst. Und ja, das ist jetzt schon spannend, also dass sie das nicht nehmen kann, so, ne? Also warum und wieso? Also wie gesagt, der einfachste Grund wäre jetzt, dass sie die Verletzung einfach nicht bearbeitet bekommt, was einfach oft auch so ist nach Fremdgehen. Gleichzeitig könnte man natürlich überlegen, ob sie auch so Liebeship-Themen hat, dass sie vielleicht auch jetzt nicht zulassen kann, dass es wirklich gut wird, aber das wäre jetzt wirklich total ins Blaue gesprochen, weil ich weiß es nicht. So schluckte ich vieles und arbeite weiter daran, möglichst alles richtig zu machen, schöne Momente zu ermöglichen, organisierte Trips, romantische Dates und so weiter. Ja. Also auf jeden Fall scheinst du dich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht mehr so richtig zu lieben, weil sonst würde das, glaube ich, schon irgendwie was nutzen, so, ne? Und ja, es ist, wie es ist, ne? Also manchmal reicht Anstrengung einfach nicht. Und wenn sie dir nicht verzeihen kann oder will, ja. Und wie gesagt, ich sage auch immer, eigene Spielfläche sauber halten. Achso, hätte ich jetzt auch nicht gemacht, aber jetzt machst du es. Und jetzt die Frage, ob sie ihre Spielfläche gerade sauber hält oder so viel Streit und Zwietracht seht, was eben vielleicht auch nicht gut ist, so, ne? Die Reaktion ihrerseits war jedoch ein Rückzug aus dem Bereich Intimität und noch mehr Kritik. Ja, gut, das ist natürlich jetzt klar, dass es dann immer mehr bergab geht, ne? Dies konnte ich damals nicht nachvollziehen oder verstehen. Ich hätte mir gewünscht, die Vergangenheit als Teil der gemeinsamen Biografie hinter uns zu lassen und einen Neustart zu wagen, in dem diese Verletzungen keinen Platz mehr haben. Ja, also wenn jemand wirklich Scheiße gebaut hat und wirklich sagt, ey, ab jetzt ist es anders, ja, dann ist es natürlich auch ein Akt der Liebe, jemandem diese Chance zu geben, so, ne? Also dann hätte sie jetzt diese Chance vielleicht wirklich verdient. Aber gut, die kann sie dir halt nicht geben, ne? So, ne? Ja. Ich versuchte ihre Abhängigkeit von mir, finanziell keine Familie, kaum Sprachkenntnisse, möglichst empathisch abzufedern und nicht zu thematisieren. Richtig schwierig wurde es, als ihr Vater noch sehr krank wurde. Sie war sehr auf ihren Vater fokussiert und versank
über diese schwere Krankheit in Depressionen und versank über diese schwere Krankheit in Depressionen, Selbstzweifel, Schuldgefühle. Sie war stets auf ihren Vater fokussiert und versank nach dessen. Sie war stets auf ihren Vater fokussiert und diese schwere Krankheit führten halt zu schlechter Stimmung, Selbstzweifel, Schuldgefühle. Ich überzeugte sie, in der Zeit seiner Krankheit zwar regelmäßig für einige Wochen nach Hause zu fliegen, um bei ihrer Familie zu sein. Oft begleitete ich sie für eine gewisse Zeit und kam später wieder zurück. Ja, das wäre jetzt auch noch eine Idee gewesen, mal mit ihr so in Irland zu gehen, um einfach zu gucken, liegt sie jetzt am Heimweh oder so. Aber sie will es, also ich nehme das jetzt mal zurück, dass sie aus anderen Gründen nach Deutschland kommen wollte, offensichtlich nicht. Aber scheinbar fühlt sie es einfach nicht hier und ja, ob das jetzt das Land ist oder du, glaube ich, weißt du wahrscheinlich selber nicht. Aber sie fühlte, als ob sie für ihre Familie, für einen untreuen Partner im Stich ließ und schämte sich dafür. Ja gut, also in anderen Kulturkreisen ist die Familie sehr viel wichtiger, sehr, sehr viel wichtiger. Also mit Paaren aus anderen Kulturkreisen habe ich häufig endlose Diskussionen über die Familien und wer da was gemacht hat und wer da bei der Hochzeit dies gemacht hat und jenes und das kennen wir hier in Deutschland nicht so. Ist vielleicht manchmal sich auch schwer reinzuversetzen, aber Fakt ist einfach, dass sie nicht mehr Hals über Kopf in dich verliebt ist, sonst wird das anders laufen. So, ne? Ja, ist wie es ist. Ne? Also da kann man nur sagen, Mensch, tut mir leid. Ja, kann man sich eigentlich nur zurückziehen und kann sagen, Mensch, wenn du Lust hast, mich wieder zu daten, melde ich. Aber so kommen wir nicht weiter, ne? Dies war, nachdem wir über ein Jahr gemeinsam in Deutschland waren. Sie hadert in dieser Zeit sehr stark mit mir als Partner und ihrer Entscheidung. Ich realisierte dies natürlich und sie sagte mir dies auch direkt. Ich versuchte dadurch noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, also irgendwann muss man einfach mal akzeptieren, dass es nichts nützt. Manchmal ist es dann fast besser, sich zurückzuziehen und zu sagen, ja, hast ja jetzt glaube ich auch scheinbar letztlich. Und ich investierte noch mehr in die Beziehung, um sie von ihren negativen Gedanken abzulenken. Natürlich war mir klar, dass ich nicht ihr Therapeut bin, dennoch sah ich es als meine Pflicht als Partner und ich wollte ihr beistehen. Ja, also hört sich jetzt so an, als ob du ab dann eigentlich alles richtig gemacht hast, aber es funktioniert halt nicht. Ne? Sie konnte kaum noch reagieren, die Sexualität wurde auf null runtergefahren und ich reagierte zunächst mit viel Empathie und Verständnis, ohne noch mehr Druck aufzubauen. Natürlich fehlte mir auf längere Sicht diese Intimität. Und es wurde nach längerer Zeit zu einem weiteren Konfliktpunkt, da mir diese Nähe sehr fehlte und ich eigentlich keinen unkomplizierten Sex mehr gab. Wir stritten uns nur noch. Ja, streiten bringt überhaupt nichts. Also da könntest du natürlich wieder gucken, was war dein Anteil. Also ich würde mich aus solchen Streits immer versuchen, möglichst rauszuhalten, beziehungsweise es nur auf die Fakten. Aber das wäre jetzt nochmal wieder ein eigenes Video, Streitkultur, da weiß ich jetzt auch zu wenig drüber bei euch. Aber sich dann so Sachen an den Kopf zu werfen, macht die Beziehung immer noch mehr kaputt. Da ist weniger oft mehr. Aber gut. Ja. Wir stritten uns mehrmals die Woche wegen allen möglichen Kleinigkeiten, die meist von ihr dann mit alten Themen verknüpft wurden, wodurch endlose Streitereien und Vorwürfen entstanden. Ja, das heißt im Grunde genommen, also Frauen diskutieren ja aus meiner Sicht häufig so in Beispielen mit, war früher, guck mal, früher hast du das auch schon so gemacht. Und heißt aber im Grunde genommen einfach, dass sie diese ursprüngliche Sache einfach nicht drüber weg ist und offensichtlich nicht drüber weg kann. So, ne? Nach 2 Jahren wurden wir zwangsläufig vor die Entscheidung gestellt, wie wir die Zukunft als Paar gestalten wollten. Das Visum lief auf und es gab nur 2 Möglichkeiten. Die eine Alternative war Fernbeziehung, die andere war heiraten, um die bürokratischen Hürden zu überwinden. Da ich immer höhere Mauern gezogen habe und mir vieles an der Beziehung fehlte, habe ich das Heiraten an Bedingungen geknüpft, dass die Konflikte und endlosen Diskussionen zuerst ein Ende finden müssen. Finde ich richtig. Was natürlich nie eintrat. Ganz im Gegenteil, meine hier gesetzte Grenze wurde mir sehr übel genommen und als Zeichen verstanden, dass ich nicht hinter der Beziehung stünde. Du kannst sie hier nicht heiraten, wenn ihr nur Zoff habt. Also das ist einfach, das ist wirklich gesunder Menschenverstand, dann zu sagen, es hat so einfach keinen Zweck. Ne? Ich weiß bis heute nicht, wer ihr Recht hatte. Ja, aber das finde ich sehr stimmig. Ich verstand natürlich ihre Angst und ihre Unsicherheit und war mir bewusst, dass der Schritt zur Heirat vieles vereinfacht hätte und ihr das Zeichen vermittelt hätte,
endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Nee, das hast du ja schon tausendfach vermittelt. Und mal ganz ehrlich, heutzutage kann man wirklich keinem Mann und wahrscheinlich auch keiner Frau empfehlen, einfach so zu heiraten. Und dann hat man alle möglichen Probleme an der Backe. Und also wenn man schon vorher weiß, das funktioniert eigentlich nicht richtig, das ist wirklich Wahnsinn. Also echt, das ist. Also da es vorher nichts genützt hätte, würde ich denke, ich hätte jetzt auch nichts genützt. So, also finde ich, hast du genau richtig gemacht. Doch ich da nicht bereit war zu dieser Entscheidung, da mich die Konflikte und die fehlende Intimität innerlich zermürbten. Letzten Endes flog sie zurück und ich blieb 1 Jahr in Deutschland. Vor dem Rückflug habe ich ihr nochmals Kompromiss angeboten, erneut ins Ausland zu gehen, in ein anderes Land. Ah, gute Idee. Und dass wir dort heiraten können, sofern wir an uns arbeiten und die alten Probleme produktiv aufarbeiten. Es kam jedoch anders, mit der Distanz nahmen die Konflikte stark zu, sodass wir jeden zweiten Tag stritten und auch Selbstoffenbarungen wie ich kann nicht mehr, ich bin müde etc. schlicht ignoriert wurden. Grenzen wurden mit der Behauptung ignoriert, die Distanz helfe nun mal nicht und dass sie nun einen konkreten Termin zum Zusammenziehen und zum Heiraten möchte, um nicht länger im Ungewissen zu sein. Kannst sie so nicht heiraten, das geht nicht. Ich wiederum hielt an meiner Bedingung fest, dass zuerst die Konflikte aufhören müssten, etc. Ja, das ist genau richtig. Erst müsst ihr miteinander in Frieden kommen, euch das gegenseitig verzeihen, dass es nie mehr angesprochen wird. Und ja, so geht's nicht. Ich zog mich aber innerlich immer mehr zurück und war mir nicht mehr sicher, ob dies tatsächlich die Beziehung ist, die für mich vorgesehen war, in Anführungsstrichen. Manchmal erkannte ich mich weder mich noch meine Partnerin wieder. Wir rutschten in eine Art On-Off. Also ihr seid hier im Grunde genommen einfach nicht mehr kompatibel. Vielleicht wart ihr es auch nie und es zeigt sich einfach in diesen Themen. Ah, ja. Mehr kann ich verstehen, dass es dir weh tut und ihr wahrscheinlich auch. Aber manchmal kriegt man es einfach nicht hin. Ne? Klar, es wäre jetzt Fall für die Paartherapie, aber an dem Punkt ist es vielleicht auch einfach zu spät und hätte vielleicht auch nichts genutzt. Man weiß es nicht. Ich fing an, wir rutschten eine Art und off und ich fing an, andere Frauen zu daten, während sie sich professionelle Hilfe suchte. Okay. Ich hoffe, du hast jetzt nicht andere Frauen gedatet in einem On. So, aber gut, das ist natürlich, also ihr seid chaotisch angefangen und ihr hört jetzt chaotisch auf, ne? Die gesamte Beziehungsstruktur schien nun wieder auf Reset gesetzt zu werden. Sie öffnete sich wieder, erkannte auf einmal, wie viel ich in die Beziehung investiert hatte und wie sehr ich versuchte, an mir zu arbeiten. Ja, das ist, was ich meinte, dass, glaube ich, auch schon lange wahrscheinlich ein Rückzug besser gewesen wäre, einfach zu sagen, du, ich erreiche dich nicht, dann lass uns unser Commitment wieder auflösen, so, ne? Das wäre vielleicht auch schon früher besser gewesen, aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Und ist auch die Frage, ob ihr beide vielleicht so ein klitzekleines Bindungsangstthema habt, weil ihr immer, wenn's enger wird, dann macht einer von euch irgendeinen Quatsch. Fragezeichen? Das wäre für dich zum Nachdenken so. So. Sie öffnete sich wieder, erkannte auf einmal, wie viel ich in die Beziehung investiert hatte und wie sehr ich versuchte, damit zu arbeiten, während ich wieder nahezu unerreichbar war und Mauern um mich her hochgezogen hatte. Jetzt scheinbar, okay. Die Mauern scheinen für mich nun unüberwindbar zu sein und wenn wir uns sahen, telefonierten, war ich sehr distanziert. Ja, die Frage ist jetzt wiederum, ob das jetzt wieder eine neue Runde ist. Jetzt kommt sie auf dich zu, jetzt gehst du wieder weg. Also das würde ich mir wirklich mal angucken, ob es da so ein Bindungsangstthema gibt. Das wäre doch sehr spannend. Nochmal, das wäre, vielleicht wärt ihr in einer guten Paartherapie gut aufgehoben, so, ne? Ich konnte mich nicht mehr eindeutig für die Beziehung positionieren und als sie mich fragte, ob ich mir sie noch als Partnerin vorstellen konnte, verneinte ich. Als jedoch die Trennung klarer wurde, war ich verunsichert. Ja, jetzt gut, aber so ist das, wenn es dann on-off wird. Also letzten Endes schien sie mit ihrer Einschätzung komplett richtig gelegen zu haben und ich entwickelte mich zurück zum illoyalen Part, der sich nicht klar für die Beziehung entscheiden kann. Gut, illoyal wäre es jetzt eigentlich nur, wenn ihr noch zusammen gewesen wäret. So, ne? Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Ich wäre dir sehr dankbar für deine Einschätzung und ob du hier typische Muster erkennen kannst oder ob wir einfach nicht kompatibel sind. Ja, also richtig kompatibel, weiß ich nicht.
Da ihr ja beide an euch arbeiten wollt, wäre wirklich spannend, das mal in einer guten Paartherapie zu besprechen. Da muss man sich aber auch echt überlegen, ist es nicht alles zu kompliziert? Wie sehr liebt ihr euch noch? Muss man sich das so kompliziert machen? Habt ihr Bindungsangstthemen? Also da scheint mir schon so das ein oder andere Bindungsangstthema im Raum zu stehen. Und wenn man die sich gemeinsam angucken kann, ist natürlich super. Aber nochmal, also das wäre auch in der Paartherapie Thema sicherlich, dass du aufhören musst, wieder nachhaltig mit anderen Frauen zu daten und sie muss aufhören mit diesen verbalen Geschichten. Und also könnt ihr da beide eine Lull-Linie ziehen und sagen, jetzt geht's neu weiter? Das wäre so die Frage, ne? Aber vielleicht lohnt das nochmal, das zu machen. So, wie gesagt, die Frage ist immer, wie sehr man sich noch liebt, ne? Liegt das am Problem an einer Bindungsangst meinerseits? Ja, wie gesagt, ja. Finde ich eine gute Frage. Oder lassen sich noch weitere Probleme herauslesen? Weitere, dazu ist das in der E-Mail wirklich zu schwierig, finde ich, aber ist tatsächlich eine gute Frage, die ich auch habe. Aber dann frage ich mich schon, ob ihr es nicht beide habt, weil sie ja auch erst wieder auf dich zukommt, wenn, als du nicht mehr willst, sozusagen. Ne? Ja, ist glaube ich schon lang genug. Hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben und wir werden uns bald wiedersehen.